Konnichiwa Minasan, willkommen zurück und willkommen zurück, Sen. Konnichiwa Yuki. Yeah. Und wir machen es weiter. Wir machen einfach immer weiter. Versteht ihr das? Einfach immer weiter. Das ist unglaublich. Und ja, wir haben uns jetzt noch einen Satz aus der Prolega rausgesucht, nämlich Organ gegen Lita auf Moonglaive. Die Karte habe ich auch schon mal vorgestellt, wobei ich immer noch nicht weiß, ob ich das wirklich hochgeladen habe. Ich glaube nicht. Aber egal. Auf jeden Fall auf Moonglaive auch wieder eine der neuen Karten. Das ist wow, mein Lieblings, das Bild, das hängt über meinem Bett. Damit ich auch wirklich ruhig schlafen kann. Das ist sehr beruhigend, Sen. Wenn die StarCraft Rangers über meinen Schlaf wachen. Organ, auch bekannt als Piano, von dem haben wir schon mal einen Chat-Kommentar gemacht, damals. Könnt ihr auch, ja, wenn es euch gefällt, mal es wieder suchen. Genau. Und jetzt spielt Organ gegen Lita eben. Und auf der Karte Moonglaive, habe ich das schon erwähnt? Nein. Doch. Macht nichts. Und das ist ein TBT. Ja. Beide Terraner. Und dementsprechend lang könnte dieses Spiel natürlich werden, wie wir alle wissen. TBT natürlich mit das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Aber es ist Organ. Wir wollten Organ mal wieder sehen. Und Lita ist ja ein sehr guter Terraner. Cooler und Hut. Dann ist schon interessant zu wissen, ob die sich die gegeneinander spielen. Das wollen wir schon sehen. Und warte mal. Wer gehört jetzt eigentlich zu wem? Wer ist jetzt eigentlich wo? Sen, hilf mir doch bitte mal. Wer ist wo? Wir spielen auf Moonglaive. Organ gegen Lita. Und okay, wer von denen war jetzt bei Hyde Sparkies? Lita, oder? Ja. Also wenn das stimmt, dann müsste Lita der blaue Terraner sein, also oben. Also nehmen wir einfach mal an, Lita ist der blaue Terraner hier, den wir gerade sehen. Der mit einem Supply Depot, einer Raffinerie und hoffentlich irgendwo einer Kaserne. Wow, das sieht stark nach einer mehr oder weniger Proxy-Kaserne aus. Junge, 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 Junge. Wow, und okay, dann wäre das Organ, der hier gerade eine Factory, eine Fabrik in seiner Basis baut. Sehr vernünftig, einfach Kaserne, Fabrik, klar, schon die Vorbereitung aufs normale TBT. Und da kommt auch schon der Scout von Lita rein. Und da ist der Mühlin ein bisschen zu spät, um den jetzt noch aufzuhalten, den Scout. Und da wird sich jetzt Lita nochmal überlegen müssen, ob er es wirklich durchzieht. Mit der Kaserne. Ich meine, wäre es natürlich was gewesen, wenn Organ jetzt hätte zum Beispiel ein Fast Expand machen wollen. Und wow, Sen bastelt weiter an der Blume. Sen, du bist toll. Ich weiß, danke. Und wow! Zwei Fabriken, das ist ziemlich großartig und das wird. Ich glaube, da will jemand den anderen wirklich überrollen mit hier, wie heißen sie? Vultures. Richtig. Vor allem, ob das jetzt Lita tatsächlich so. Okay, zwei Fabriken ist auf beiden Seiten. Das einzige, was also im Moment Proxy ist, ist tatsächlich die Kaserne. Und der nichts produziert wird? Wow. Das doch gar nichts. Oh! Oh, aber die kommt vielleicht schlecht rein. Schon. Naja, aber wahrscheinlich will er tatsächlich nur noch mit der Scout. Ich meine, jetzt wo er gesehen hat, dass halt Organ auch aufrüstet und nicht direkt und auch keine direkte Expansion will gleich. Ich meine, vielleicht hat Lita es schon eingesehen, dass es dann auch nichts mehr nützt. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein paar Adler tatsächlich und Lita schon mit Expansion. Nach dem Proxy, das ist schön. Proxy into Expansion, wow. Und einer brennenden Kaserne. Das sieht irgendwie aus wie Fantasy, so hier, Organ, oder? Ja, so ein bisschen. Interesting. Und, so, das ganze Spiel ist doch wieder ein bisschen langsamer geworden. Wir werden sehen, ob Organ jetzt auch eine Expansion will oder ob Organ Lita überrennen kann. Beide Spieler nach wie vor mit einer Kaserne mit zwei Fabriken. Ich meine, das unterscheidet sich jetzt nicht großartig. Organ schon mit zwei Werkstätten, das ist gut. Vielleicht wird er da auch gleich Panzer baut er. Ja. Vielleicht wird er aber auch Expansions für die Adler recherchieren. Und das war dann fast dann auch mit der Kaserne von Lita. Autsch. Die sollte er jetzt natürlich auch nachbauen. Weil nicht, dass sie jetzt tatsächlich Kasernen gebrauchen könnten, aber natürlich
um Fabriken nachzubauen. Dazu ist die Kaserne natürlich am allerwichtigsten. Gerade in TVT. Und wir sind hier auch bei Mitgliedern mit so einem typischen, ja, Terraner-Block. Ja, genau, einfach Supply-Depot vorne hin und dann, sodass der Gegner einfach nicht ganz so einfach reinlaufen kann. Gut, jetzt wird Lita einfach die Expansion verteidigen müssen und wow, Organ mit Panzer und SUV-Rush, das und wow, und ein paar Marines und ein Adler. Okay, will er jetzt die Chance der Stunde nutzen, dass er einmal mehr hat, oder? Wow, das ist interesting. Der Adler schon tot. Wow. Hat auch gar keinen Siege, oder? Au. Bitter, der Angriff ist abgeschlagen zumindest. Ja, Nita auch mit dem Belagerungsmodus. Organ jetzt auch, aber mit nur einem einzigen Panzer da vorne. Das ist natürlich toll. Ah, ja, interessant. Aber so kann er wenigstens den Block aufbrechen. Ja. Okay. Ja, Sehr interessante Taktik von Organ. Ich meine, da hätte jetzt ruhig auch einfach Expansion bauen können und dann halt hoffen, dass das Lied dann eben nicht davonläuft. Aber interessant. Sehr interessant. So, als nächstes kommen Landefrachter, die zwei Panzer in die Basis von Blau schleppen. Von Lita. Oh. Okay, das könnte jetzt wehtun, vielleicht. Nein, doch nicht. Oh. Lita mit wirklich sehr guter Micro hier gegen die. Wow. Das war toll. Drei Panzer und kein einziger. Trotz Salbungszustand ist kaputt gegangen. Kein einziger. Das ist sehr gute Abwehr von Lita. Und Organ fällt jetzt natürlich immer weiter zurück. Mit Expansion von Lita, ja. Ja, das ist nicht schön. Ich muss zugeben, das Spiel verwirrt mich ein bisschen. Du meinst die Spielweise von Organ? Ja, überhaupt die Spielweise von den beiden. Okay. Ich bin ganz andere TVTs gewohnt. Also es geht alles so schnell. Es geht alles so schnell, ich weiß gar nicht, was ich erwarten kann oder soll. Oh mein Gott, es sind erst 7 Minuten rum. Und schon ist pure Action. Ja, das ist tatsächlich für ein TVT. Und dann sind die Farben sich auch noch sehr ähnlich. Also das stimmt. Ich bin ja ein alter Mann. Oh. Und deshalb kann ich mir so gut gucken und ich kann blau und weiß leider nicht auseinanderhalten. Na, macht nichts. Ich habe zumindest gerade eben einen Raumhafen gesehen. Also entweder sehen wir jetzt gleich den Frachter oder Battlecruiser. Wraith. Oder so. Ich meine, es gibt keinerlei Luftverteidigung. Stimmt natürlich. Da war dann nicht gerade sogar der erste Luftjäger, Raumjäger. Nicht mal der Engineering Bay habe ich gesehen. Also eine habe ich schon gesehen. Ja, für Organ, genau. Aber nicht für Lita. Für Lita nicht, nee. Aber Lita hat den Starport dafür. Und Organ hat jede Menge Adler. Ja, die leider nicht fliegen können. Pech gehabt. Richtig, aber dafür stehen die Panzer etwas doof, wenn da jetzt einfach die Adler zwischen rein gehen von Organ, dann sind jetzt nicht gerade gut. Wow! SUV-Angriff. SUV-Wash, oh yeah. Hä? Oder hat er da aus Versehen irgendwie die geklickt? Eigentlich wollte er sie transferieren zu einer Basis von sich, aber ist das? Er teilt sie? Hä? Was wird das jetzt? Was? Oh mein Gott. Wahrscheinlich als auch genau auf die Panzer. Das ist natürlich gar nicht so unintelligent. Die SUVs gegen die Panzer zu verwenden und die Adler gegen die Adler halt. Das ist gar nicht so unintelligent, um halt das aufzubrechen. Wow. Okay, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich begeistert sein soll oder weinen soll. Das ist schon eine gute Idee, aber irgendwie krank. Ah, nein, aber das reicht nicht. Nee. GG. Ich muss schon sagen, das war das unterhaltsamste TVT ever. Und vor allem, wow, nur 9 Minuten jetzt. Okay, das war ein Versuch wert. Aber, wow. Ich bin sprachlos. Dann genau damit bis zum nächsten Mal. Viel Spaß auch weiterhin. Bei TVTs. GG. Hä?